Willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil 4 Separate Ways. Kamen wir von hier? Nein, hier ist noch ein extra Raum. Lol, den habe ich im Hauptspiel gar nicht gefunden. Oder gar nicht gesehen. Ja, in der letzten Folge sind wir wieder auf die Spuren von Leon gekommen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Er sollte ja gar nicht mehr so weit weg sein. Ich mache einmal das Mikrofon so. Oder ich setze mich hier hin und mache das Mikrofon hier hin. Ich weiß nicht, so sollte es klappen. So. Und hier sollte doch eigentlich schon der Fight am Laufen sein. Was gibt's denn hier? Nicht so viel. Okay. Als ob sie den einfach so lange zuguckt. All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Ende des Kapitels. Der Mord wurde immerhin vereitelt und meine Trefferquote ist gesamt immer noch bei 83 und ich bin erst dreimal gestorben. In diesem Kapitel keinmal, obwohl wir teilweise mit null Leben durch die Gegend gelaufen sind. Also, das ist schon ein Killer. Leon S. Kennedy. Perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius, he has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here. Though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place and make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. Falls ihr gerade eben ein paar komische Störungsgeräusche gehört habt, ich habe mein Mikrofon aus Versehen wieder verprügelt. So, wir speichern einmal. Ja, natürlich. Hier. So. Gut. Kapitel 5. Ich hoffe mal, mein Mikrofon funktioniert überhaupt noch. Also ich sehe auf jeden Fall Ausschlag. Report. Time is almost up. Krauser's dead. Really? Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done.
Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Okay, Probe beschaffen. Okay. Jetzt sind wir also auch hier, hier hinter. War ja Krauser. Lässt sich nicht öffnen. Okay. Die Musik ist gerade auch schon wieder ziemlich nice. Dass du wieder cooles Zeug zu verkaufen hast, kann ich mir vorstellen. So. Das kannst du haben, das kannst du haben und davon kannst du sogar alle drei haben. Kein Problem. So. Aktenkoffer XL, den können wir uns leider nicht leisten. Aber das erste Hilfespray nehmen wir mit. Wir haben ja gerade wirklich gar nichts. Ja, den Aktenkoffer könnten wir jetzt echt gebrauchen. So. Hier fängt schon mit den ersten Gegnern an. Hi. Miststück. Ach komm, als ob hier jetzt auch so ein Typ für sie bereit steht. So. Nein. Okay. So. Leg dich nicht mit mir an. Wir können hier mit dem Enterhaken hoch. Okay, krass. Natürlich hat sie hier wieder ihre Special-Tricks am Start. Das war ja auch irgendwie ein bisschen klar. Tschüss. So, was gibt's hier oben Cooles? Nehmen, okay. Blaues Auge, okay, cool. Cool, cool, cool. Hi. So, jetzt wird hier abgestochen. So, der ist tot. Droppt auch noch ein bisschen Pistolenmunition. Nice. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Weg nach unten ist versperrt. Oh oh. Au. Mist. Wir haben zwei Erste-Hilfe-Sprays. Das ist günstig. Damit können wir ihn schnell ausschalten. So. Er ist auch tot. Okay, er... Oh, oh. Oh, oh. Sein Zeug kommt sogar echt weit. Aber hier sind wir dann doch safe. Aber du kriegst was anderes von mir. Möchtest du nicht irgendwas anzünden? Dann nicht. So. Ich weiß nicht, sehe ich jetzt sonst noch irgendwen? Erstmal nachladen hier. Oh oh. Als ob ihn ein Schuss davon umbringt. Naja. Immer diese realistischen Geschichten hier. Naja, eigentlich realistisch wäre es halt schon, dass ihn ein Schuss davon umbringt. Aber im Verhältnis zu anderen Teilen dieses Spiels halt einfach null. Muss man halt einfach mal sagen. Sonst hätten irgendwelche Gegner 10 Schüsse davon ausgehalten. So. Die Munition nehme ich gerne mit. So. Ja, moin. Das war ein Miststück-Move.
Den kann ich gut hier mit mixen. Und den, das Rote packe ich da einfach mit dazu. So. Und einfach, weil ich glaube, dass hier ein paar Gegner herkommen. Ungefähr so. Verkriechen wir uns mal in eine Ecke. Laden einmal nach. Und machen uns auf diesen Spaß bereit. Ja, doch, das trifft's gut. Tschüss. Haben wir irgendwas? Komm, wir werfen einfach ein paar von denen. So. Gut. Oh oh. Noch einer. Ich will diese Munition haben und ich will nicht, dass die despawnt. Ups. Oh oh. Das wäre knapp gewesen. Lässt sich nicht öffnen, okay. Wir können ja jetzt mal wieder hier so eine werfen. Als ob der davon nichts mitbekommen hat. Ich will diese Munition haben. Vielen Dank. Ich frage mich, wie viele hier jetzt noch kommen sollen. Moment, das fällt mir eigentlich gerade erst auf, wie viel Munition wir hierfür haben. Okay. Ja, da scheint es dann auch gewesen zu sein. Tschüss, ihr Miststücke. Gerade die mit ihren scheiß Armbrüsten, ne? Also ohne Witz, das sind von allen einfach die nervigsten. Ich glaube, ich hasse wirklich keinen mehr als die. So, jetzt komme ich zu Besuch, Bitch. Das hast du dich getraut. So, stirb. So. Also wirklich, so nervig. Unglaublich. Okay, das wäre hier schon gewesen. Okay, okay, okay. Hier liegt überall Zeug rum. Warum? Okay, das gleiche jetzt nochmal, was wir auch mit Leon gemacht haben quasi. So, der hat sich noch gar nicht getraut zu schießen. Ach komm. So. Oh shit.
Ach komm. Wir waren doch voll. Also, der hätte uns da niemals gekriegt. Na gut, den gleichen Spaß nochmal. Ach. Ich glaube halt auch, wir werden uns dieses Mal, so gut es geht, erstmal um alle kümmern. Bevor wir uns weiter auf den Weg machen. Stirbt der langsam mal oder so? Meine Güte. Okay. Ich glaube, wir werden uns erstmal um alle anderen Gegner kümmern, bevor wir uns um den Großen kümmern. Das macht am meisten Sinn. So. Geld nehme ich mit. Hier war jetzt noch ein Fass. So. Okay. Ach komm. So, jetzt ist da oben noch einer. Au. Wiedersehen. Irgendwo scheint ja noch einer zu sein. Ich glaube, wir sollten hier erstmal gerade nachladen. So. Und hier packen wir jetzt, ich weiß nicht, nee, wir lassen jetzt erstmal die Schrotflinte ausgepackt. So. Wir rennen hier jetzt einmal kurz durchs Feld und sammeln alles ein. So, lag hier nicht noch irgendwo was rum? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, da noch ein Kräuterle. Au. Ich glaub's nicht. Dass die einen meistens wegen so ganz kleinen Fehlern kriegen, das regt mich am meisten auf. Die großen Fehler kann man eigentlich immer ganz gut vertuschen, nenne ich es mal. Aber bei den kleinen Fehlern, da ficken die dich dann meistens richtig. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich so auf YouTube reden sollte. Ach komm schon. Typ. Oh, jetzt ist er auf einmal hier. Wer kennt es nicht? Eben war er noch auf der anderen Seite, aber jetzt? Nein, jetzt ist er hier. So. Reicht es dir jetzt, Miststück? Ich hoffe mal. Sonst komme ich auch gerne wieder. Und trete dir nochmal in den Arsch. So. Okay. Hier komme ich jetzt ja schon mal runter. Es sei denn, der spawnt natürlich jetzt auf beiden Seiten. Das wäre ungünstig. Das machen wir noch kaputt. Ist da irgendwas drin? Nein. Gut, ich würde aber auch sagen, wir setzen an der Stelle mal einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, was uns hinter diesem Tor erwartet. Bis dahin!